News. Fetzenwolfs Let's Play zu Jack & Dexter 1 Part Nummer 19 hat noch immer 0 Daumen. News. Hä? Was zur Hölle war das? Egal, hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge von Minecraft. Und ihr habt lange drauf warten müssen. Aber jetzt geht's nun weiter und... Willst du mich veralbern? Okay. Wo kommen die ganzen Schweine her? Hey, das ist ja ganz passend. Mit die habe ich noch viel vor hier. Gut, ja, seit der letzten Folge ist inzwischen auch schon etwas wieder passiert. Nach der letzten Folge habe ich dann hier ein bisschen weitergebaut. Ja, und das ist das Ergebnis hier von unserem kleinen Lagerhaus. Und ich würde sagen, wir fangen einfach damit erstmal wieder an. Hier habe ich erstmal ein paar Öfen hingemacht. Die Kisten schon mal ein bisschen sortiert. Hier ist, glaube ich, Stein drin. Ja. Holz. Hier ist Luft drin. Was war jetzt hier nochmal drin? Ich glaube, der Rest. Ja, halt das Zeug halt und so, ne? Ja. Das Schwein fühlt sich auch schon pudelwohl. Auch ohne Fell. So wie ich. Naja, ich muss mich doch vorbereiten hier auf dem Sommer, ne? Da kann man sich auch ruhig freizügiger zeigen. Oh, aber die Schafe, die müssen wir auch noch ein bisschen freizügiger noch gestalten, ne? So, ja, dann bauen wir einfach mal weiter. Ne, Moment mal, jetzt ist am frühen Morgen. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen angeln hier. Denn ich hatte ja gar keine Gelegenheit mehr, mir eine neue Angel zu machen. Denn ich möchte einfach nochmal versuchen, hier das Kätzchen zu angeln. Ne, zu zähmen. Yeah. Und darum würde ich sagen, machen wir uns eine Angel und wir können auch gleichzeitig... Reicht das? Nee, reicht nicht. Hä, wieso? Achso, ich habe jetzt keinen Stock mehr. Na, dann machen wir uns auch noch ein bisschen Stock. Und dann können wir uns nämlich auch schon einen Bogen machen. Den hatte ich nämlich, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Denn in dieser Folge werden wir auch die nächste Nacht ein paar Schießübungen machen. Aber da muss ich mir auch noch ein bisschen hier vorbereiten. Also den Dorfbewohner, den habe ich schon mal ein bisschen in Sicherheit gebracht. Und, was war's jetzt? Achso, stock mal. Bin schon wieder durcheinander hier. Muss mir erstmal wieder dran gewöhnen, hier zu spielen. Ja, gehst wieder raus aus der Hobelbank hier. So, zack. Da haben wir schon einen Bogen. Oder machen wir einen großen Bogen hier so drumrum. Und nehmen uns noch ein bisschen Holz raus, um ein paar Leitern zu machen. Ist das nicht toll? Dann können wir nämlich da so auf die Flucht, weil hier ist ja noch alles offen, da hoch. Und dann können wir von da oben schön die Schießübung machen, die wir ja noch üben wollen, bevor wir an den Nether gehen, ne? Ja, das ist alles wunderschön. Haben wir schon mal viel geplant hier. So, Leitern, gibt's die überhaupt hier? Huh. Na, das wär's ja. Wow, finde ich denn das jetzt hier alles hier schon wieder? Ja, tut mir leid, müssen wir erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Leitern? Gibt's die? Die müssten ja dann, glaube ich, hier hinten sein, oder? Nee. Leitern, wo seid ihr? Oh Mann, sieht nicht so aus. Ach, hier sind die Leitern. Doch, ja. Okay. Was fehlt uns da jetzt? Oh, ich... Blöd, Mann. Natürlich. Wir brauchen ja noch ein paar... Stöcker hier. Ja, aus Stöckern mache ich immer meine Leitern. Oh, die dürften erstmal genügen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier alles so schön wird. Ach, ich mache einfach mal hier erstmal hin. Man kann ja nie wissen. So, komme ich da hoch? So, das dürfte schon mal gehen. Und so sieht unser Dach aus. Ja gut, ich hätte auch in eine Kirche reingehen können, aber... Was soll's? Und frag nicht, was das hier sein soll. Ich stehe halt auf lebendige Wolken, die da so schön in der Luft noch wachsen. Autsch! Na gut. Das war's erstmal zu den Leitern. Ja, und jetzt richte ich mich erstmal hier ein bisschen Platz ein. Achso, angeln wollte ich noch. Ja, komm, gehen wir mal schnell noch angeln. Weil das so schön... Sag mal, willst du mich? Also die Katze weiß auch nicht, auf wen sie steht. Jetzt ist es ein Schwein oder was? Oder nee, war das letzte Mal? War doch ein Schaf das letzte Mal auch nicht? Na komm. Angeln wir mal ein bisschen hier. Ist jetzt erstmal... Oh, das war Glück.
gerade so gesehen, dass das noch runterging. Ja, ist jetzt wieder eine Umgewöhnung hier vom PC-Spielen. Denn da gibt es ja jetzt hier die neue Verbesserung der Angel, dass man dann sogar sieht, wenn die Fische angeschwommen kommen, ja. Und da haben sie mal was Gutes gemacht hier mit der Angel wieder. Das gefällt mir richtig gut, dass man da wie heißen die, Kugelfische angeln kann. Denn Angeln ist echt so eine Beschäftigung, die mache ich hier gerne in Minecraft. Hat auch nicht jeder so einen Fisch, ja. Weil, wenn man es nicht kaufen kann, ey, das geht ja hier viel schneller als im PC. Dann, man muss auch dazu sagen, in der PC-Version gibt es ja. Also, ich habe da jetzt so viel schon geangelt, da habe ich sogar eine verzauberte Angel geangelt, ja. Das hört sich an. Ja, die hat dann da so Köder und. Was hat sie noch? Haltbarkeit oder so? Ja, das könnte alles angeln. Oder TNT. Geht auch. Und dann stehst du da wie Ölzchen und ja, sprengst sie in die Luft. So, und ich rede und rede. Eigentlich reicht ja schon der Fisch. Ah, komm, der reicht schon. So, versuchen wir mal. Kätzchen, komm her. Oh, tut mir leid. Na, jetzt haben wir es uns verscherzt. Und darum wasche ich mich erstmal ein bisschen. Ja, der Fisch auch. Der muss ja ein bisschen frisch riechen. Frisch gewaschener Fisch. Ich meine, er war gerade eben noch lebendig, aber. Na, komm her. Nee, Junge, das scheint wirklich nicht zu funktionieren, oder was? Ich bin aber auch der Letzte, der das kapiert, ja. Na egal, wir werden demnächst noch ein paar Tiere uns anschaffen und ein paar Wölfe und dann machen wir uns so richtig schön. Ich habe auch schon geplant, hier machen wir unsere Tierfarm hin und dahin machen wir dann halt so. Der See kommt weg, der gefällt mich da absolut nicht. Ja. Also irgendwie stört er schon so ein bisschen. Dahin ist ja Wasser, wenn wir irgendwie Wasser brauchen. Naja, den Fisch nehmen wir uns für uns. Kuh, mach dich in die Kirche hinein. Es ist heute Saison. Saison, sag ich dir. Na gut, machen wir den Fisch hier rein. Haben wir schön geangelt zum frühen Morgen. Ist das nicht wunderschön? Ja. Na gut, dann machen wir die Angel auch noch gleich rein. Was machen wir noch rein? Das machen wir rein. Ordnung ist sowieso hier nicht, wie es aussieht. Und jetzt greifen wir zum Stein. Und legen wieder ordentlich los. Ach ja, übrigens, der andere Dorfbewohner, ich weiß nicht, ob ihr es in der letzten Folge gesehen habt, der hatte ein bisschen andere Termine. Ja, also ein Notfall im anderen Dorf hier in dieser Welt. Musste dringend zur Hilfe eilen. Und ja, darum ist er jetzt nicht mehr da. Das glaubt mich kein Mensch. Egal, er hat jedenfalls einen Termin und ja. Okay. So, machen wir hier so schön. Fly kann ich auch nicht eintippen. Egal. Na gut, wir müssen ja die Katze da nicht zähmen. Außerdem würde mich das Gejaule sowieso auf den Keks gehen, wenn ich einen hätte. Aber da ist sie gut aufgehoben, ja? Also, das ist unser Haustier. Gleichzeitig gönnen wir ihnen ihr diese Freiheit, die sie noch hat, ja? Machen wir weiter. So. Okay, die Sonne geht unter. Ich hoffe mal. Na gut, den Dorfbewohner habe ich eingesperrt. Zur Kirche begleitet. Und dann können wir uns gemütlich schlafen legen. Ja, okay, ich brauche noch eine Spitzhacke, um meine Fehler zu verbessern. Und ihr habt das ja gelernt von mir, aus Fehlern muss man lernen. Ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Übrigens hat mich jemand mitgeteilt, dass es demnächst ein Update zu diesem Minecraft hier auf der PlayStation geben wird. Und da freue ich mich auch schon tierisch drauf. Da gibt es so einige Sachen, also wenn es stimmen sollte, die sie hier wieder einfügen, die es ja eigentlich schon in der PC-Version gibt. Wie zum Beispiel, ach, was weiß ich, schaut halt nach, eine Ender-Kiste und so. Und
Ja, dass man sich irgendwie teleportieren kann. Was habe ich denn hier eigentlich jetzt gebaut? Dass man sich im Menü irgendwie teleportieren kann. Aber wie das funktionieren soll, da habe ich auch noch keine Ahnung. Also im Prinzip, da kenne ich mich auch noch nicht so aus, was da jetzt alles so neu sein soll. Gut, oh, ich baue wie ein Baunoob hier. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt. Okay. Und wenn ich hier immer sowas baue, da weiß ich immer gar nicht so, was ich jetzt sagen soll. Was ich für ein Thema einfügen kann hier. Aber ich denke mal, so sieht es ja schon mal ganz gut aus hier. Also, bisschen Platz für die Kisten. Rausgucken kann man auch. Ja, Leute, rausgucken kann man auch. Ist das nicht toll? So. Und ja, wie gesagt, gucken wir mal. Müsste ja gleich Nacht sein, oder? Hä? Ach so, ich habe mich schon wieder schlafen gelegt. Und wir wollten doch kämpfen. Naja, gut, dann nutzen wir jetzt die Gelegenheit und bauen uns mal noch ein paar Zäune. Und dann können wir schon mal hier uns einzäunen für unsere Tiere, die wir gleich anlocken werden. Habe ich dann genug? Ja, ich habe genug. Holz dürfte ich eigentlich haben. So, am besten ich mache aus dem ganzen Holz ja erstmal ein paar Zäune. Das Zäune ist es, bei Zäunen ist es wirklich so, dass man da, ja, wie ich finde, sehr verschwenderisch Zäune herzustellen, ja. Wenn man mal guckt hier, so ein Block, jetzt haben wir schon wieder so viel Stöcker hergestellt. Da ist schon wieder das ganze Holz weg. Und wenn ich jetzt hier ein paar Zäune mache, achtet mal drauf. Da geht das ruckzuck weg hier. Also für 32 Zäune, und die reichen noch lange nicht, um ein großes Verzäunung zu machen. So, wo machen wir das am besten hin? Hier unten so? Ja. Da baue ich das hier mal noch weg. Und ich hatte auch in der letzten Aufnahme hier noch ein Zombie gehört, der ist hier irgendwo unter der Erde. Wollen wir nur hoffen, dass er nicht rauskommt. So. Ja. Ohne lange zu überlegen, mache ich einfach mal hier so den Zaun hin. Super. Oh, was? Ich wollte noch mal zeigen, wie schön es ist. Oh, was? Achso, da wollte ich ja jetzt um die Ecke. Genau, da habe ich mir nochmal aus der Misere rausgeholfen. Und was habe ich wieder vergessen herzustellen? Ein Tor für den Zaun. Na gut, ich denke mal, ist groß genug. Also für. Was wollen wir eigentlich? Ja, Kühe. Kühe wäre nicht schlecht. Kühe sind immer kostbar. Kühe sind immer toll. Darum machen wir den ganzen Zaun mit Kühe voll. Vor allen Dingen den Zaun voll machen. Wir müssen die Kühe, wie heißt das hier? Ja, hinter den Zaun, hinter den, das Dorf hinter den Zäunen, wo die Blätter in der Luft schweben und Erde. Ah, tralala. Oh Gott, nicht singen. Ach, das ist mir alles zu viel Wiese hier. Alles zu viel Wiese, weg damit. Rasenmäher habe ich jetzt leider nicht mehr dabei. Ja, und darum ist das so. So, das wird unser für unser Zeug hier. Und jetzt hol ich erstmal ein bisschen Weizen hier. Oh, ich brauche ein bisschen was zu essen. Tür zu, Tür auf. Wo haben wir den Weizen? Ist der hier drinne? Ja, okay, der müsste erstmal reichen. Und ganz wichtig, noch ein Tor herstellen, weil ich habe keine Lust mehr. Ah, vergiss es, ne? So, da ist unser Dorf. Dorf, Tor, meine ich. Ihr hört jetzt wahrscheinlich die ganzen Tasten, die ich auf meinen Controller reindrücke und rausdrücke.
Na Schaf, wie geht's dir? Habe ich noch ein bisschen? Ja. Kann ich nämlich schon mal zumachen hier. Yeah. So, hier kann schon mal erstmal gar nichts reinkommen. Das finde ich ganz gut. Und ja, dann brauchen wir noch ein paar. Na, da oben. Hier oben machen wir noch zu. Was ich hier gebaut habe, das weiß ich auch nicht so richtig. Da wollte ich irgendwie mal so ein bisschen von oben auf dem Dach gucken. Aber ja, ist jetzt auch nicht von Bedeutung. Ja, ich denke mal, so wird es passen. Dann machen wir mal die restlichen Steine hier. Ein bisschen halbe Steine haben wir noch. Also so will ich jetzt hier herstellen. Da brauchen wir jetzt auf jeden Fall auch noch ein paar. Ja. Ach, hier war bloß Holz. So, hier. Halbe. Wo haben wir die? Ach so, da hinten. Genau, die wollte ich jetzt haben für als Dach sozusagen. Und hier kann man auch mal nutzen, dass man ein bisschen. Ja, mal gucken, wie das so läuft. Ey, da unten ist ein Ei. Also es ist immer noch für mich gewöhnungsbedürftig hier zu steuern, aber naja, ich erwähne das immer so. Eigentlich ist es ganz normal. Ich kann mich erinnern, früher, da hatte ich mal ein paar Ego-Shooter gespielt auf der PlayStation. Das ist jetzt nicht mein Genre, aber da fand ich es eigentlich ganz normal, da so zu steuern. Weil auf dem PC habe ich sowas noch nie gespielt. Man gewöhnt sich eigentlich ganz schnell an sowas, ja. Springen, so. Das Dach können wir ja auch immer noch schöner machen. Das ist jetzt nur, damit es ja, damit es nicht regnet und wir nicht nass werden. Ganz einfach. So. Okay, Leute. Jetzt wird es gleich Nacht. Hey, vielleicht können wir da oben noch einen Baum klettern. Hä? Ach so, ich muss mir noch ein paar. Ich muss erstmal die Tür zumachen hier. Ja, und wenn Zombie klopfen, ne? Ist halt auch nicht so toll. Die brechen hier ein und dann war's das. Ich stelle mich jetzt ein paar Pfeile her und dann mache ich mich schon mal ein bisschen bereit hier. Ein paar Pfeile haben wir ja schon. Das ist unser glorreicher Sieg gewesen hier. Und eine Angel hatten wir auch. Hä? Habe ich jetzt zwei Angeln? Egal. Wen kümmert schon? So, was fehlt uns da jetzt noch? Ach, verdammt, ich kann ja gar keine Pfeile großartig herstellen, weil ich habe ja gar keine Federn. Na, dann nutze ich einfach mal die vier, die ich habe. Auf gut Glück. Oder ist das eine gute Idee? Oder ist das eine schlechte Idee? Das ist bestimmt eine schlechte Idee. Das ist ja, wäre sowas wie Verschwendung jetzt. Aber was soll's? Wir können immerhin ein bisschen kämpfen. Da wird auch nochmal gespeichert. Also falls ich sterben sollte, dann kann ich. Naja. Ah, das ist schon ziemlich dunkel. Da sollten wir auch drauf achten, ja? Ist jetzt nicht so wie auf dem Server, dass ich hier alles gesichert habe. Hier kann überall was entstehen, was nicht entstanden ist zu entstehen. Und ich habe keine Fackeln. Yeah! So kann der Tag losgehen. Aber egal, Rüstung auf. Schwert rausgezogen. Und da habe ich, glaube ich, habe ich nur Holz. Da müssen wir mit Holz kämpfen. Auch gut. Falls ich sterben sollte, packe ich erstmal meine Sachen noch hier rein. Das ist die Holzkiste. So, alles rein hier. Alles, was so. Weil der Wegpunkt
wo wir wieder neu entstehen. Achso, wir entstehen ja trotzdem wieder hier an unser Bett. Solange wie unser Bett hier noch existiert, kommen wir auch wieder hin. Ja? Okay. Und da hören wir auch schon den ersten Zombie im Hintergrund. Und da hören wir auch schon den ersten Zombie im Hintergrund, wenn nicht der Ladebildschirm uns dazwischen kommt. Oh, die Nacht. Wow. Okay, wollen wir es wagen? Wir wagen es. Wir wagen es, Leute. Unser einer Dorfbewohner, der hier noch unser Dorf vertritt, ist schon mal sicher. Uns kann nichts passieren. Doch, uns kann was passieren, ja. Aber, ne? Wir sind ja gewaffnet. Wir haben das Beste. Da ist der erste Zombie. Eigentlich möchte ich jetzt, habe ich es auf Skelette abgesehen. Da zum Beispiel. Komm her, Skelett. Denn der hat ja nix. Toll, super. Das finde ich ganz großartig. Das ist richtig hilfsbereit. So, und immer schön gucken, dass auch keine Creeper kommen. Das sind wirklich unsere gefährlichsten Gegner. Neben den Endermännern. Also, wenn ein Creeper neben Enderman steht, das ist auch ein schönes Bild. Hat man schon öfters mal auf dem Foto gesehen. Ja, leider ist derjenige, der das Foto geschossen hat, hatte kein gutes Leben danach. Aber muss eine gute Kamera gewesen sein, ja. Das war nämlich das einzigste Teilchen, was dann noch ganz blieb. Yeah, also kauft eure Kameras immer bei Aldi. Nee. Ey, jetzt kommen aber ganz schön viel hier. Hey, ich möchte keinen Creeper in meinen Nacken haben. Ey. Hier zeigt sich die jahrelange Erfahrung in PvP und ja, Survivor-Spielen in Minecraft. Oh, hier runter möchte ich auch nicht fallen. Oh, ein Ei. Ja, während ich... Mir ist das Ei jetzt lieber gewesen. So, hier. Spinne! Spinnerei hier. Ha! Spinnerei, Ei. Cool. Also dies alles erfahren wir dann, wenn wir hier bei Nacht gegen Monster kämpfen. Ah, jetzt haben sie sich verdrückt hier oder was? Ja, komm her hier. Oh, wo schießt du denn hin? Habt ihr das gesehen? Ja, der muss erstmal noch auf meinen Schießstand kommen, den ich noch nicht gebaut habe. Aber hey, von uns kann er was lernen und was. Und wir haben 6 Pfeile. Ist nicht sehr viel, wenn man mal bedenkt, wie viele Skelette wir schon umgebracht haben. Ja. So, ja. Wenn wir hier auf eine Spinne treffen, auf ein Skelett und ein Creeper, was ist wohl der Gegner Feind Nummer 1? Hey, geht das eigentlich auch? Oh. Geht das eigentlich auch, dass wir hier uns eine... Ah! Oh! Boom, Baby! Sag ich dir einfach mal. Ah. Das war ein netter Knaller. Aber Silvester ist vorbei, also versuch's nicht nochmal. Baby. Baby! Baby Creeper. Hey! Warum gibt's eigentlich keinen Baby Creeper? Aua! Okay, den machen wir noch platt. Oder dünn oder dick. Hilft jetzt auch nichts mehr. Und da ist auch mein Schwert schon gestorben. Möge es in Frieden ruhen. Ach so, und da unten. Da habe ich in der letzten Folge gar nichts erwähnt. Aber da unten scheint es wirklich ganz tief zu sein. Schaut mal, da brennt. Ja, da brennt das Licht. Da wohnt jemand. Ja? So, jetzt aber mal schnell wieder nach Hause. Das war eine ganz besondere Nacht. Und wieder haben wir einmal gezeigt, wer hier der Boss ist in diesem Dorf, ja? Und damit sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Let's Show Minecraft auf PlayStation 3. Bis dann. Shit.